Guten Morgen, liebe Frau Elster. Ihnen zunächst herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und den Einstieg. Und die Tatsache, dass uns das sicherlich sehr beeindruckt, wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Das wird sicherlich auch in den nächsten Monaten und Jahren bei vielen, wenn es nicht ohnehin schon zum Alltag gehört, noch viel häufiger zum Alltag gehören, dass wir uns aneinander gewöhnen und uns gegenseitig helfen, um in der Inklusion, aber auch vielleicht in der menschlichen Überzeugung, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, die dahinter stehen muss, dann auch gegenseitig näher zu kommen und uns zu helfen. Also vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich begrüße alle, die hier sind, und das sind sehr viele. Wir freuen uns sehr darüber, dass die vierte Sozialkonferenz der Arbeiterwohlfahrt hier in Dortmund eine solche Resonanz gefunden hat und dass Sie alle und dass ihr alle hier seid. Ich begrüße Sie im Namen des Präsidiums und des Vorstands der Arbeiterwohlfahrt sehr herzlich. Ich möchte vier Personen namentlich vorweg und in besonderem Maße begrüßen, weil Sie neben den Funktionen, die Sie haben, auch immer wieder Freunde der Arbeiterwohlfahrt sind und heute hier uns mit einem Auftaktbeitrag auch begrüßen werden. Ich begrüße sehr herzlich den Minister für Soziales und vieles andere in einem berühmten Ministerium, auch für Integration, Guntram Schneider. Herzlich willkommen, Guntram. Also es steht ja in der Einladung, soll ich das alles vorlesen, nur weil ihr so gelacht habt. Arbeit, Integration und Soziales. Das ist die Nachläuferorganisation des berühmten Max. Mancher erinnert sich noch an Zeiten von Hermann Heinemann und Franz Müntefering. Das waren unter anderem deine Amtsvorgänger. Von den anderen wollen wir nicht reden, insbesondere von dem letzten nicht. Ich begrüße ganz herzlich den Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, Ulrich Sierau, unseren Freund. Uli, schön, dass wir hier in deiner schönen Stadt sein dürfen. Und diejenigen, die uns das gestern Abend schon näher gebracht haben und dafür verantwortlich gewesen sind, das sind diejenigen aus dem AWO-Bezirk Westliches Westfalen. An der Spitze Michael Schäffler, der Vorsitzende. Ich will aber auch Gerda Kieniger, die Unterbezirksvorsitzende von Dortmund, herzlich begrüßen, die uns gestern an ihren Schuldenhof geführt hat, wo wir einen kalten, aber schönen Abend miteinander verbracht haben. Gerda, herzlich willkommen. Und dass das Ganze auch organisatorisch klappt, das will ich dann doch noch einmal auch mit Nachdruck sagen, hängt unter anderem auch an dem Bezirk Westliches Westfalen, dem gesamten Team unter der Leitung von Wolfgang Altenbernd. Ein herzliches Dankeschön. Inklusion auch bei uns, Ausrufezeichen. So haben wir das überschrieben und ich will auf dieses Ausrufezeichen auch kurz eingehen, liebe Freundinnen und Freunde. Mit dem Titel und dem Ausrufezeichen nehmen wir uns nämlich auch selbst in die Verantwortung. Ganz bewusst kein Fragezeichen, ganz bewusst ein Ausrufezeichen. Und zwar in der Kontinuität dessen, was wir als Verband in den vergangenen Jahren auch immer wieder miteinander besprochen und beschlossen haben. Die Westfalenhallen, in denen wir uns hier befinden, haben auch eine historische Funktion gehabt. Sie waren nämlich 1981 der Ort der offiziellen deutschen Eröffnungsfeier des von den Vereinten Nationen ausgerufenen Jahres der Behinderten. Und damals gab es da noch eine ganze Reihe von Bewegungen, die das alle nicht so ganz ordentlich fanden. Selbstbestimmt leben und manche anderen. Inzwischen ist unglaublich viel in Deutschland und weltweit geschehen und wir befinden uns in einer ganz, ganz neuen Epoche geradezu, wenn es darum geht, das Leben mit Behinderten in unserer Gesellschaft neu zu gestalten und auch miteinander so zu gestalten, dass beide Seiten, alle Seiten miteinander so zurechtkommen, dass es eine ganz große Normalität ist. Hier einige Anmerkungen aus der AWO-Sicht. Die AWO hat sich seit ihrer Gründung mit ihren Werten Toleranz, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität immer wieder auch diesen Themen gewidmet. Wie können wir den Menschen, die eingeschränkt in unserer Gesellschaft leben müssen, helfen und wie können wir sie
mehr einbeziehen in das Leben in unserer Gesellschaft. Und ich finde, dass deswegen auch Inklusion für uns ein besonderer, wenn man so will, auch ein zusätzlicher Auftrag ist, der sich aus den 5 Grundwerten der Arbeiterwohlfahrt ergibt. Man könnte sagen, es ist der 6. Aber wenn man die Grundwerte mal genau analysiert, finde ich, dass wir bei Gleichheit und Gerechtigkeit und Solidarität eigentlich immer auch auf den Begriff und die Aufgabe der Inklusion kommen müssten. Jedenfalls so meine Interpretation. Und deswegen, glaube ich, haben wir eine natürliche Aufgabe, gerade in unseren Reihen zu lösen miteinander. Seit 2009, seitdem es die UNO-Behindertenrechtskonvention gibt, ist das in Deutschland auch geltendes Recht. Und da steht das Inklusionsprinzip wie folgt formuliert: Alle Menschen einer Gesellschaft, ob beeinträchtigt oder nicht, sollen ohne Diskriminierung in einem inklusiven Gemeinwesen zusammenleben können. Inklusion erfordert also ein Umdenken. Integration will Menschen, die anders sind, so war das bisher immer formuliert worden, in das bestehende System integrieren. Inklusion hingegen fordert, liebe Freundinnen und Freunde, die Anpassung des Systems an die Bedürfnisse der Menschen. Dies gilt für alle Lebensbereiche, vom Besuch der Kindertagesstätte, der Schule, der Hochschule, im Bereich des Wohnens, der Arbeit, der Freizeit bis ins hohe Alter. Inklusion ist also Leitprinzip und Forderung zugleich. Forderung, die wir auch in der AWO in einem breiten gesellschaftlichen Diskurs miteinander zu besprechen haben und die wir auch bei den etablierten Strukturen und Systemen immer wieder vorbringen müssen. Forderungen, bei denen wir uns auch selbst, also deswegen das Ausrufezeichen, in die Pflicht nehmen, hier mehr zu tun, als das bisher der Fall gewesen ist. Inklusion ist also auch ein Querschnittsthema. Das berührt auch alle Arbeitsfelder der Arbeiterwohlfahrt. Möge sich bitte niemand so zurücknehmen in unseren eigenen Reihen, dass er sagt, wir haben keine Behinderteneinrichtungen, darum und interessiert uns dieses Thema überhaupt nicht. Das will ich auch in dieser Deutlichkeit, in diesem Zusammenhang sagen. Die UN-Behindertenrechtskonvention formulierte die umfassende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und das wird uns Kopfzerbrechen bereiten, auch in der Arbeiterwohlfahrt, auch an vielen Stellen. Und deswegen, glaube ich, ist es gut, wenn wir in verschiedenen Beschlüssen der vergangenen Monate auch immer wieder uns selbst in die Pflicht genommen haben. Es gibt ein Diskussionspapier der Geschäftsführerkonferenz. Die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer haben ja gestern und vorgestern hier getagt. Und die AWO sieht die Notwendigkeit, das deutsche Recht auch in Übereinstimmung mit der Behindertenrechtskonvention zu überprüfen und dafür zu sorgen, dass wir auch das deutsche Recht, also in einem politischen Prozess, liebe Freundinnen und Freunde, an diese Notwendigkeiten der Konvention angleichen. Also im Artikel 9 der Konvention ist zum Beispiel zum Thema Zugänglichkeit Folgendes zu zitieren. Alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland haben das Recht, am sozialen und wirtschaftlichen Leben der Gemeinschaft teilzunehmen, in der sie leben. Der barrierefreie Zugang zu Gebäuden, zu Informationen über Gesetze, Kultur, Literatur, Lokal- und Bundespolitik ist eine wesentliche Grundlage und Voraussetzung für die Teilnahme und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Also ein gesetzlicher Auftrag, der aus der Konvention heraus zu entnehmen ist und den wir alle und den insbesondere die Politik in Deutschland ernst nehmen muss und ernst nehmen müsste. Und ich will dann auch hinzufügen, dass dies auch ein Bereich ist, neben manchen, die wir auch in den letzten Monaten formuliert haben, als Verband in der Sozialpolitik. Es ist auch ein Bereich, der keine Schlafwagenpolitik verträgt, sondern der konsequentes, zügiges und schnelles Handeln im Interesse der betroffenen Menschen verdient. Unsere konsequente Schlussfolgerung und Selbstverpflichtung in der Arbeiterwohlfahrt lautet, wir müssen den baulichen Zustand zu einem barrierefreien Zugang sicherstellen. Wir müssen die Sicherstellung von Informationen in leichter Sprache gewährleisten, die Beschilderung in Einrichtungen und Diensten des Gesundheitswesens und bei allen sozialen Dienstleistungen in leichter Sprache und in Brailleschrift müssen gewährleistet werden. Die Internetangebote müssen entsprechend angepasst werden und die Sicherstellung des Einsatzes von Gebärdendolmetscherinnen und Gebärdendolmetschern muss auch immer gewährleistet werden.
Und bei dieser Gelegenheit begrüße ich die beiden Kolleginnen hier vorne, die uns dabei helfen und denen, die diese Aufgabe benötigen, auch entsprechende Hilfeleistung geben. Herzlich willkommen. Dies sind ganz praktische erste Schritte, die ich eben formuliert habe, aber natürlich bei weitem nicht alles, was wir denn auch leisten müssen. Und ich denke, dass wir zum Beispiel auch in der Frage der Kinder- und Jugendpolitik sehr viel mehr auch schaffen müssen. Denn wenn man weiß, dass eigentlich Kinder Kinder sind, dass aber in der sozialpolitischen Perspektive in diesem Land das Sozial- und das Bildungssystem die Kinder zum Beispiel nach dem Grad ihrer Behinderung auch trennen, dann finde ich, müssen wir da einhaken. Das ist unsere Pflicht, auch in der Politik diese Aufgabe zu benennen und immer wieder dafür zu sorgen, dass diese Trennung nicht mehr stattfindet. Wir müssen die Kinder- und Jugendhilfe, die für Kinder und Jugendliche und junge Volljährige und ihre Familien zuständig ist, dann auch entsprechend zuständig machen für diejenigen, die auch körperliche und geistig-seelische Behinderungen haben. Denn die werden zurzeit ins SGB XII ausgegliedert und segmentiert. Und ich glaube, dies müssen wir an der Stelle auch überwinden. Und wir müssen alles das, was in der deutschen Gesetzgebung, aber auch in unserer tagtäglichen Praxis, die aus dieser Gesetzgebung folgert, auf den Prüfstand stellen. Ich denke, ich gehe noch weiter, wenn ich sage, dass zum Beispiel nur dann Leistungen an Menschen gegeben werden, wenn bei ihnen eindeutige Defizite diagnostiziert werden. Ich denke, dass das auch umgekehrt sein muss. Menschen müssen, wenn sie Anspruch haben auf Leistungen, ohne die Feststellung von Defiziten diese Leistungen bekommen. Also wir müssen enorme Anstrengungen auch miteinander in der Praxis bewältigen, um dies für alle Menschen erfahrbar zu machen und ihnen die notwendigen Hilfen in der täglichen Praxis gewährleisten zu können. Ich glaube also, liebe Freundinnen und Freunde, da gibt es unglaublich viel. Da hat die Arbeiterwohlfahrt sehr viel zu tun in den eigenen Reihen. Sie hat aber auch ihre Funktion, als Anwalt für die Menschen in der Politik wahrzunehmen. Und wir werden das unverändert und mit großem Nachdruck auch bei diesem Thema Inklusion miteinander leisten. Ich denke, dass es also große Herausforderungen sind, übrigens auch Herausforderungen, die uns an vielen Stellen sehr intensiv selbst und untereinander beschäftigen werden. Diejenigen unter uns, die Kreis- und Bezirks- und Landesverbände, die zum Beispiel Einrichtungen für Behinderte betreiben oder die Werkstätten für Behinderte beispielsweise betreiben, wie hier das, was wir gerade gestern auch am Schultenhof gesehen haben, die werden sich natürlich nicht leicht tun mit dieser neuen formulierten Aufgabe. Aber ich glaube, auch da ist es gut, wenn wir feststellen, die haben eine spezielle Aufgabe und warum kann die ganze Aufgabe nicht für viele und vielleicht auch für viel mehr, als wir bisher denken können, genutzt und eingesetzt werden. Also keine Angst bitte vor solchen neuen Herausforderungen über diese Behindertenrechtskonvention und vielleicht auch veränderte gesetzliche Bestimmungen. Ich denke, wir sollten das im Interesse der Menschen alle miteinander so angehen, dass alle sich am Ende dabei auch entsprechend wohlfühlen. Die Bundeskonferenz hat im letzten Jahr auch mit einem entsprechenden Beschluss sich selbst in die Pflicht genommen. Übrigens ein Beschluss, der einstimmig gefasst worden ist. Auch darauf will ich hinweisen. Und deswegen kann sich da auch niemand irgendwo um die Ecke schleichen. Es ist über die Wege zu sprechen. Es ist über die Intensität zu sprechen. Aber dass am Ende alle diejenigen, die zurzeit gehindert sind, am gesellschaftlichen Leben voll teilzuhaben, von uns die Hilfe bekommen müssen, dass sie es doch schaffen können, das muss unsere gemeinsame und große neue Aufgabe sein. Und der wollen wir uns über diese Konferenz heute zuwenden. Und ich hoffe, dass wir das auch in der Weise, wie es vorbereitet worden ist, entsprechend tun können. Ich danke allen, die mitmachen, nicht nur als Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um sich neue Ideen mit auf den Weg zu nehmen, sondern vor allen Dingen auch den Expertinnen und Experten, die uns den Impuls dafür geben und vor allen Dingen auch so ein bisschen vielleicht helfen, in der Praxis unserer Arbeit weiterzukommen auf dem Weg der Inklusion. Ich danke der Bundesgeschäftsstelle an der Spitze Wolfgang Stadler dafür, für diese intensive inhaltliche Vorbereitung. Und nun lasst uns beginnen. Inklusion, ein Thema auch für die Arbeiterwohlfahrt, Ausrufungszeichen.